Herzlich willkommen zum Live Trading TV von JFD. Wir schauen uns gleich wieder die DAX-Liste an. Auffällig ist hier jetzt nur die Deutsche Telekom, die steht an der Spitze, und die Deutsche Bank, die letzten Tage deutlich zugelegt hat, ist heute auf der Verliererliste. So, und dann schauen wir gleich das Chartbild an. Diese Trendlinie habe ich gestern Abend oder gestern Nachmittag eingezeichnet. Und die ist jetzt um 10.15 Uhr gebrochen worden. Vor 10 Uhr waren eigentlich alle Zeichen noch auf grün gestellt, alle Ampeln. Und jetzt könnte man, wir sind jetzt hier in 15 Minuten unterwegs. Der DAX hat jetzt hier kein neues Hoch gemacht und ist unter das Tief gefallen. Also nach Markttechnik liegt jetzt hier schon in den 15 Minuten ein Abwärtstrend dann vor. Der Trendbruch ist jetzt auch, wird wahrscheinlich höchstwahrscheinlich eben auch per Close erledigt werden. Also könnte man in 15 Minuten, wäre es auch legitim, auf fallende Kurse jetzt zu setzen. Schauen wir hier, wo der Markt eventuell drehen kann. Da ist wieder hier die 200-Tage-Linie prädestiniert, um Anlaufpunkt auch zu sein. Und hier könnte man auch waagrecht eine horizontale Linie noch einzeichnen, die dann in etwa ja, mit dieser zusammenläuft. Also in dieser Ebene wäre 10.080 Punkte ein mögliches Anlaufziel. Schauen wir die nächsthöhere Zeitebene in die 30 Minuten. Ob das hier sich mit irgendetwas zusammenläuft, und hier läuft dann exakt, würde hier der Rainbow, die Rainbow-Unterkante mit dem Kurs zusammentreffen. Im Stundenchart wäre jetzt hier außer die horizontale Unterstützung kein besonderes Kurslevel noch zu definieren. Hier wäre der nächste Anlaufpunkt wäre eben die 10.060. Und jetzt ist auch noch wichtig in dieser Zeit eben in den Stunden, ja, genau an der 10.000 Punkte Marke wäre jetzt die Wolkenunterkante und der EMA 200. Also jetzt wäre für mich die Marke auch noch wichtig, wenn man jetzt in der Stunde unterwegs ist. Im 4-Stunden-Chart hat sich die Rainbow-Unterkante nach oben manövriert, und da liegt eben auch ja, an der 10.000-Punkte-Marke. Also die 9.060-50 wäre jetzt für mich eher da die 9.980 bis 10.000er Marke nach unten. Die sollte jetzt nicht mehr für ein deutlich bullisches Chartbild nicht nach unten mehr verlassen werden. Kommen wir zum Euro-US-Dollar. Hier gab es drei verschiedene Chartbilder. Das erste Chartbild habe ich hier bei 1.1450 erstellt, sollte in die Widerstandslinie, aber ich mit zwei Bewegungen nach unten laufen. Hier lief jetzt der Wert dann sofort rein, beziehungsweise eben sogar noch leichter runter. Und ab ja, gestern Abend läuft jetzt eine Aufwärtsbewegung, die, wenn man jetzt das andere Chartbild nimmt, Stundenchart, ja, direkt an der Wolke jetzt abgeprallt ist. Ne? Hier wäre eben ein prozyklisches Signal gewesen, als ich die Chartanalyse erstellt habe, eben bei 1.1390. Die Trendlinie hat sich weiter fortgesetzt, ist auch dann mehr oder weniger fast direkt an die Trendlinie exakt rangelaufen. Die internen Muster, ja, geben jetzt noch nichts Spezielles her, aber ein Rücklauf nochmal unter
bis 1:13, 40, 50 am Nachmittag. Und würde es hier eine Umkehrkerze geben, könnte man dann, also wenn das jetzt so laufen sollte, hier noch ein, zwei Stunden später, also bis 13 Uhr, könnte es jetzt eine zweite Aufwärtsbewegung, ja, bis 14:11 etwa vonstatten gehen. Also dieses Währungspaar würde ich auf jeden Fall auf die Watchliste nehmen. So ein Szenario, was definitiv eben nicht aufgegangen ist. Sie wird beim zweiten Mal dann der Brent Oil. Hier die beiden Kerzen im Tageschart waren für mich auf jeden Fall bullisch zu interpretieren. Hier sollte es eben Richtung 52 US-Dollar laufen. Hat aber den EMA 10 bzw. halt den Rainbow hier auch bei Tagesschlusskurs nicht überwunden. Das war wahrscheinlich hier schon das Warnsignal. Und jetzt steht er definitiv unter die 49 Dollar. Was jetzt noch den Kurs aufhalten könnte, wäre halt die breite Unterstützung hier. Aber um hier einen neuen Long-Versuch zu starten, müsste man in die unteren Zeitebenen wieder schauen. Und hier ein klares Bild ergibt sich hier auch im Stundenchart nicht. Da ist eher der Blick jetzt nach unten gerichtet. Wenn es jetzt hier nochmal eine eindeutige Umkehrkerze auf dem Level von 47 bis 47 Dollar gibt, dann werde ich mich wieder um Brent Oil kümmern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche allen weiterhin gute Trades.